Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute geht es mal wieder in ein Brettspiel. Wir spielen Golem mit einem neuen Solo-Modus, den ich mir ausgedacht habe. Denn der beigefügte Solo-Modus von diesem Brettspiel ist sehr umständlich, ist sehr komplex und ich bin kein großer Fan von komplexen Solo-Varianten. Deswegen dachte ich mir, komm, ich probiere es einfach mal und ich denke, ich habe was ganz Gutes hingekriegt. Ich werde euch also jetzt ganz kurz erklären, wie der Solo-Modus funktioniert. Ich werde euch nicht das Brettspiel im Gesamten erklären. Dafür schaut bitte andere Regelerklärvideos, da gibt es bessere Varianten oder Ausführungen zu dem Spiel im Netz. Und ja, hier wird jetzt gleich gezockt. Ich versuche fehlerfrei eine Partie zu spielen, aber erst einmal der Solo-Modus. Also für meinen Solo-Modus braucht ihr 7 Karten, die müsstet ihr euch ausdrucken, präparieren, wenn ihr fragt wo. Irgendwann wird das auf BGG vorhanden sein. Ich werde dann auch den Link in die Videobeschreibung tun. Und ja, im Grunde Setup-technisch baut ihr ganz normal ein Spiel für 2 Personen auf. Ihr baut euch komplett ganz normal auf, so wie es sich gehört. Und für den Automa, ich nenne ihn jetzt einfach mal Automa, auch wenn es ein geschützter Begriff ist, ist mir egal, stellt ihr erstmal die Studenten in jeden Bezirk einfach rein. Ansonsten braucht ihr seinen Rabbi, ihr braucht seine Golem. Ich habe jetzt einfach mal nur 3 genommen, denn ich denke, das wird reichen. Legt euch noch das passend Plättchen mit der 1 einfach in den Spielbereich des Automa. Ihr könnt, das ist übrigens einer der Sonderregeln in diesem Solo-Modus, ihr könnt hier nicht passen. Ne? Also ihr müsst wirklich alle Aktionen am Stück machen. Und genau, der Automa erhält das passend Plättchen. Einfach nur, damit er dort eben seine Mummeln später rauflegen kann. Ansonsten braucht der Golem nichts weiter. Wichtig ist natürlich, dass ihr hier noch die Felder hier bei den Gräbern abdeckt, die im Zwei-Personen-Spiel nicht benötigt werden. Dann baut ihr hier ganz normal die Synagoge auf, legt 3 Plättchen eben aus hier in diesen Synagogenbereich. Der Automa ist Startspieler in der ersten Runde, es kann sich aber nochmal ändern. Wir beide starten mit 10 Punkten, hier sind ja die Charaktere, die beeinflusst werden können. Und ansonsten, wie schon gesagt, baut ihr euch ganz normal auf. Ihr bekommt 4 Startplättchen, davon sucht ihr euch 2 aus. Ihr bekommt 4 Aufgabenkarten, davon suchen wir uns gleich 3 aus. Dann stellen wir noch unsere Golem in die Bezirke und dann geht das Spiel auch schon erst einmal los. Und ja, ich gucke mir jetzt mal hier gerade an, was ich hier so zufällig mir zusammengestellt habe. Okay, und aufgabentechnisch sehe ich gerade, könnte ich mich jetzt entscheiden. Ich könnte entweder hier mit diesen beiden Karten mehr in den Artefaktbereich gehen. Und diese beiden Karten beziehen sich ja mehr auf den Golem-Bereich. Da man nochmal Punkte bekommt, wenn man am Ende verschiedenste Aufgaben erfüllt, ne, das sind diese Sonderpunkte, die unten angegeben sind, und diese Karte hier die gleiche sind, tendiere ich gerade zu denen hier. Ich guck mal gerade. Ja, okay, passt auf. Wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Die Karte nehme ich nicht, die kommt hier raus. Also ich werde mit diesen 3 Aufgabenkarten spielen. Ich kann ja im Laufe des Spiels noch weitere Aufgabenkarten bekommen, aber mal gucken. Und von den Startplättchen werde ich das hier wählen und das. Genau, die beiden kommen auch weg, brauche ich nicht mehr. Das bedeutet, ich darf mit meinen Studenten schon mal einen Schritt weitersetzen. Dann bekomme ich ein Gold und 2-mal Ziegel oder Lehm, glaube ich, heißt es ja. Ne? Clay ist ja Lehm. Dann bekomme ich ein Gold. Das muss ich noch gleich platzieren. Nochmal 2 Taler. Also, wenn ich immer Gold und Taler verwechsel. Das hier ist Gold, das sind Taler. Ich hoffe, dass ich es jetzt mal richtig betiteln werde. Und Wissen bekomme ich 1. Fein. Gut, und jetzt darf ich gleich ein Gold platzieren.
Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich brauche ja eh 10 Gold. Das heißt, ich muss versuchen, irgendwie eine Goldstrategie zu fahren. Ja, ich habe ein beschissenes Tableau, sehe ich gerade, für Gold. Ich gucke nochmal ganz kurz auf der Rückseite, ob das besser wäre. Ja, ich nehme die Seite, Leute. Ich nehme die Seite. Bisschen cheaten muss ja sein. Eigentlich ist es ja so, dass man verschiedene Artefakt-Tableaus bekommt und dann darf man sich davon eins aussuchen. Komm, wir nehmen jetzt mal die Seite und dann werde ich tatsächlich mein Gold auch direkt hier platzieren. Das bedeutet, hier in diesem ersten unteren Bereich kann nur ein Gold. Das habe ich jetzt reingelegt. Damit ist die Maschine... Für mich sind das Maschinen. Eigentlich sind das irgendwie Artefakte, ganz komisch. Nicht so ganz thematisch, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist damit hier der Goldtopf voll. Das bedeutet, hier bekomme ich jetzt das Einkommen einmalig. Das heißt, ein Taler. Und zwar immer, wenn man den Goldtopf hier voll bekommt, kriegt man das Einkommen und später in der Einkommensphase bekommt man das dann auch nochmal. So, dann haben wir das und dann muss ich eigentlich nur noch meine Golem hier platzieren und dann werde ich einen in den gelben Bereich und einen in den roten Bereich reinlegen. Gut, damit müssten wir alles soweit haben. Dann würde ich sagen, die erste Phase entfällt in Runde 1. Wir beginnen mit der Golem-Bewegung. Wir haben eine Golem-Stärke von, ich glaube, 1, genau. Müssen unsere Golem um 2 bewegen und die aktuelle Charakterkarte sagt plus 2 Bewegungen. Das heißt, wir dürfen gleich 4 mal oder wir müssen 4 Golem-Bewegungen durchführen. Wir haben noch keinerlei Einschränkungen. Und ja, 1, 2 bewege ich den schon mal. Den bewege ich nur ein Feld. Ja, das heißt, den muss ich ja noch einen weiteren bewegen. Gut, so sieht's aus. Und dann geht es auch schon in die dritte Phase, hier in die Aktionsphase. Und bisher, seht ihr, hat der Automat noch gar nichts gemacht. Also der hat keine Golem, die er irgendwie steuert. Aber jetzt geht's los in der Aktionsphase. Ziehen wir für den Automat die erste Karte, denn er ist ja Startspieler. So. Okay. Jetzt sehen wir diese Karte. Das ist eine Aktionskarte mit 3 Aktionsbereichen. Die werden von oben nach unten durchgeführt. Als erstes wird geschaut, führt der Automar eine Rabi-Aktion oder eine Murmel-Aktion durch. Generell gilt ja, dass wir generell in einer Runde eine Rabi-Aktion und 2 Murmel-Aktionen durchführen. Auf der Karte ist jetzt abgebildet Rabi vor Murmel. Das heißt, die Karteneffekte führen wir von oben nach unten durch und von links nach rechts bei der Leseweise. So, das heißt, wir führen eine Rabi-Aktion durch, weil wir haben ja noch kein Rabi platziert. So, und hier ist jetzt ebenfalls wiederum eine Hilfe, wo wir den Rabi hinstellen. Auch hier gehen wir von oben nach unten durch, das heißt Feld 1 bei der Synagogen-Plättchen-Leiste wird gewählt. 1 ist hier, 2 wäre hier, 3 wäre hier. Feld 4 wählt er nie. Das heißt, er stellt sich jetzt hier rauf, führt die Aktion aber nicht durch. So, das war schon quasi der oberste Bereich. Danach bewegt er immer einen seiner Studenten, in dem Fall den gelben. Das heißt, den setzen wir ein Feld weiter. Und dann bekommt er noch 3 Siegpunkte. Ja. Das war's. Also der Automat ist eigentlich ziemlich simpel gesteuert. Er blockiert uns einfach nur, kriegt Siegpunkte nachher noch, aber das werdet ihr gleich noch sehen. So, nun bin ich dran und jetzt muss ich mal überlegen, was ich machen möchte. Also ich brauche ja Gold. So, jetzt muss ich mal gucken. Und ich will natürlich hier, wenn möglich, auch die Leute beeinflussen. Das heißt, ich brauche die richtigen Murmeln. In Runde 1 beeinflussen wir ja diesen Heini hier. Wir brauchen also eine blaue und eine gelbe Murmel. Dann können wir nämlich hier vergünstigten Golem herstellen und einen roten Schritt gehen. Diese Karte ist natürlich super wichtig, weil da kriegen wir Gold. Was liegt denn hier so eine Auslage? Oh, hier ist auch Gold. Also Gold müssen wir uns hier wirklich ein bisschen collecten, Leute. Das hätte ich ja auch gerne hier, diesen Bonus. Ne? Ich habe ja genügend Gold. Ah, ist das schwierig. Was machen wir denn jetzt?
So eine gelbe Murmel wäre eine von den beiden. Die blaue, das bringt uns jetzt noch nichts. Die Arbeitsaktion würde mir was bringen. Das könnte ich tun. Hier müsste ich gleich einen beerdigen. Nee, im ersten Zug gleich was, gleich einen Golem beerdigen, das ist nicht so eine gute Idee. Ich tendiere ja tatsächlich hierhin. Und ja, wir machen das. Also ich wähle jetzt eine gelbe Murmel. Ich wähle diese Murmel hier. Das bedeutet, ich lege sie erstmal kurz hier beiseite. Ich habe diese Murmel in dieser Reihe gewählt. Das heißt, ich bekomme jetzt diese Aktion hier. Zwei Murmeln waren in dieser Reihe. Das heißt, der X-Wert nimmt immer die Zahl an von Murmeln, die zu dem Zeitpunkt, wo ich quasi die Murmel gewählt habe, noch in dem Ding hier drin lagen. Also hier liegen jetzt zwei drin. Das heißt, ich bekomme jetzt zwei Geld. So, ich lege das mal hier hin, auf das Auge, bekomme zwei Geld. Außerdem, dafür, dass ich eine gelbe Murmel gewählt habe, darf ich meinen Studenten im gelben Bezirk um ein Feld weiter bewegen. So, sehr gut. So, jetzt darf ich eine gelbe Aufwertung durchführen. Gelbe Aufwertung sind hier meine Artefakte. So, und jetzt überlege ich mal. Ich habe 6 Geld. Was will ich denn jetzt tun? Am besten will ich etwas tun, weil am Ende darf ich ja noch 3 Taler in ein Gold umtauschen. Das heißt, dass ich noch gleich 3 Taler habe. Das heißt, irgendeine Aufwertung für 3 Geld. So, wisst ihr was? Ich mache Folgendes. Ich brauche ja auch Lehm, ne? Ja, also entweder lege ich hier eins von diesen beiden Plättchen rauf oder ich lege das Geldplättchen hier auf die 3, aber dann brauche ich auch 3 Gold. Wir nehmen mal einen von den beiden. So, welche Kugel werde ich denn noch oft wählen? Die rote Kugel werde ich noch oft wählen. Komm, pass auf. Ich werte dieses Artefakt auf, auch wenn das noch nicht fertig ist. Bezahle also 3 Geld. Und dann habe ich hier eine Minora freigeschaltet. Denn Golem bezieht sich jetzt auf wohl eine jüdische Geschichte. Kommt irgendwie aus der jüdischen Mythologie. Ich weiß gar nicht, ob man das in dem Zusammenhang wirklich Mythologie sagt, weil das ist ja eine monotheistische Religion. Und Mythologie verbinde ich persönlich immer mehr mit so griechischen und römischen Sagengeschichten. Aber gut. Sei es drum, ich glaube, in der Anleitung steht wirklich jüdische Mythologie. Deswegen ist alles so ein bisschen jüdisch angehaucht. Ne? Wir haben unsere Rabbis, wir haben die Minoras, wir haben Siegpunkte in Form hier von den Davidsternen. Also das ist alles da so ein bisschen angepasst. Ich glaube, die Stadt soll Prag sein. Ich weiß nicht, ob der Mythos da herstammt, wahrscheinlich. Und diese Minoras wollen wir auf jeden Fall sammeln. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal eine gelbe. Für die kriegt man nämlich am Ende nochmal schön Siegpunkte. So, das ganz kurz zur Geschichte rund um dieses Spiel. Wir haben jetzt also die Aufwertung durchgeführt. Das heißt, 3 Taler können wir jetzt noch bezahlen. Und dann bekomme ich nochmal ein Gold. Und das Gold lege ich... ich lege es mal hier hin. Ich muss es nämlich nicht chronologisch oder von unten nach oben legen. Ich kann es hinlegen, wo ich möchte. Aber wenn ich es einmal eben platziert habe, ist es halt platziert. So. Dann ist wieder der Automat dran. Und, oh, er bekommt genau diese eine Karte, die anders funktioniert als die anderen Aktionskarten. Und zwar bekommt er erstmal 5 Siegpunkte. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann werden alle Karten, die er bereits ausgespielt hat, gemischt, werden unter die noch zu spielenden Aktionskarten gelegt und wir ziehen eine neue Karte. So, jetzt seht ihr, die Murmel ist vorne, das heißt, er wählt eine Murmel.
Jetzt schauen wir hier zu den Referenzmurmeln. Die größere favorisiert er, das heißt jetzt in dem Fall die rechte. Und darauf bezieht er sich immer hier, welcher Charakter gerade beeinflusst wird. So, was habe ich jetzt gesagt? Die gelbe Murmel, ne? Genau, die gelbe Murmel favorisiert er, das heißt, er wählt eine gelbe Murmel. Es gibt nur noch die, das heißt, er wählt genau diese Murmel. Er hat eine gelbe gewählt, das heißt, auch er bewegt sich mit seinem Studenten im gelben Bezirksbereich ein Feld weiter. Die Aktion führt er gar nicht aus, sondern nur das, was auf der Karte draufsteht. Das heißt, zusätzlich bewegt er jetzt auch noch die blaue Figur hier, bekommt dann 2 Siegpunkte und bekommt dann eine Karte, eine Bücherkarte, so heißt es. Und da schauen wir hier in die Bibliothek. Er nimmt immer die am weitesten linke. Die legt er hier so zu sich und baut Stapel, die gleichfarbig immer sind. So, er hat noch keinen roten Stapel, das heißt, er fängt einen neuen Stapel an. Und jetzt bekommt er so viele Karten, wie er eben jetzt gerade von dieser Farbe neu zum Stapel zusammengefügt hat, Siegpunkte hoch 2. Das heißt, roter Kartenstapel wird gewertet, eine Karte hoch 2 sind ein Siegpunkt. So, die Bücherei wird ja dann wieder aufgefüllt und es kommt eine neue Karte hin. Und das war schon wieder sein Zug. Also ihr seht, das geht wirklich sehr schnell. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz, was will ich denn jetzt machen? Ich könnte noch meinen Rabbi setzen. Das ist natürlich auch nicht verkehrt hier. Dann würde ich nochmal so eine Karte kriegen und von jeder Ressource 1. Oder ich kann nochmal was entwickeln. Beziehungsweise aufwerten. Oder ich beeinflusse hier den Klaus nochmal. Ich bräuchte ja noch eine blaue Murmel. So. Ich glaube, ich werde tatsächlich meinen Rabbi nehmen, auch wenn ich dann Gefahr laufe, dass er mir gleich eine der beiden blauen Kugeln wegnehmen wird. Aber das ist dann so. Wobei, ich hätte ja schon gerne hier, aber ich habe nicht so viel Wissen. Schau mal, wie viel Wissen das kostet. Hier sind nämlich immer die Kosten für ein Buch, die man bezahlen muss. Quasi der obere plus den unteren Bereich. 4 Wissen müsste ich haben. Ich habe aktuell ein Wissen, das wird nichts. So, ich könnte natürlich auch einfach nochmal einen Golem erschaffen. Aber ich sehe gerade, ich brauche generell 4 Geld. 4 Geld, wie soll ich denn 4 Geld herbekommen? Ich glaube, ich kann den eh nicht beeinflussen, kann das sein? Wo komme ich denn jetzt so schnell an 4 Geld? Eigentlich gar nicht, ne? Ah, wobei, doch, ich könnte. Hier komme ich nochmal an ein Geld ran. Hier bekomme ich auch ein Geld, aber ich bekomme keine 4 Geld. Die Karten hier sind alle viel zu teuer. Das wird nichts. Ich kriege den nicht beeinflusst, den Typen. Ich müsste halt. Nee, schaffe ich nicht. Okay, gut. Anscheinend kann ich den gar nicht beeinflussen in der Runde. Schade. Was kostet der auch 4 Geld? Mein Gott. Gut, ja, dann können wir uns ja ganz auf den Rest fokussieren. Das heißt, ich könnte auch die schwarze Kugel nehmen. Dann könnte ich die beiden arbeiten lassen. Dann würde ich da Siegpunkte kriegen. Aber dann würde ich einen beerdigen. Ich will keinen beerdigen. Ich will, dass meine Golem leben. Oder ich mache eine Aufwertung. Und zwar die hier. Dann erschaffe ich einen Golem. Wäre auch nicht verkehrt, ne? Ne, passt auf, wir machen Folgendes. Ich wähle. Oder wähle ich nicht? Mache ich das? Wenn ich die wähle, habe ich 4 Lehm. Aber dann fehlt mir ein Lehm. Nee, hilft alles nichts. Passt auf. Wir machen unsere Rabbi-Aktion. Und zwar werde ich eine Aufwertung durchführen. 3 reduziert. Und ich kann mit sämtlichen Ressourcen bezahlen, die ich habe.
So, ich führe also eine beliebige Aufwertung durch und dann wähle ich hier meinen Golem-Bereich, den versuche ich ein bisschen aufzuwerten. Bezahle 3 Lehm, aber das ist ja eh um 3 reduziert. Das bedeutet, diese Aufwertung hier ist kostenlos. Jetzt habe ich auch hier eine rote Menora. Und dieser Effekt sagt mir, wenn ich einen neuen Golem erschaffe, darf ich den auch gleich ein Feld weiter bewegen und darf dort eine Aktivierung durchführen, ohne den Golem hinzulegen. So, bekomme ich noch was? Nee, ne? Mehr nicht. Gut, dann habe ich jetzt diese Aufwertung. So, und der Automa führt seine letzte Aktion durch. Ihr seht, hier wäre wieder der Rabbi vorne, aber der Rabbi wurde ja schon von ihm platziert. Das heißt, er wählt die Kugel und er wählt wieder die rechte Kugel, also eine gelbe. Ihr seht, eine gelbe gibt es nicht mehr. Das heißt, er beeinflusst jetzt oder er wählt jetzt die linke Kugel, die blaue. Da gibt es 2 Stück. Da schauen wir jetzt auf diesen Pfeil. Der Pfeil zeigt nach unten, das heißt, Leserichtung ist von oben nach unten. Das heißt, er wählt diese blaue Kugel. Damit bewegt er auch seinen blauen Studenten. Bewegt dann nochmal seinen roten Studenten. Und kriegt 3 Siegpunkte. Ihr seht, der läuft am Anfang ganz schön weit weg. Ne? Wir holen ihn erst auch am Ende wieder auf. Also da darf man sich dann nicht beunruhigen lassen. So. Und ich mache jetzt Folgendes. Was mache ich jetzt? Eigentlich wollte ich ja, mache ich auch. Ich nehme die weiße Kugel. Bei der weißen Kugel bekomme ich tatsächlich keinen Studentenschritt. Zählt aber als Jokerfarbe. Das heißt, ich kann mir nachher aussuchen, welche Murmel es sein soll. Welche Farbe quasi. Aber ist eh für die Katz, werdet ihr gleich sehen. So, ich bekomme also 2x Leben. Dürfte jetzt wiederum einen oder meine Golems upgraden. Das werde ich aber nicht machen, denn ich brauche tatsächlich jetzt. Wobei, Moment. Soll ich das einfach mal machen? Soll ich das einfach mal machen? Ich könnte das einfach mal machen, ne? Komm, ich mach's einfach mal. Und ihr denkt euch jetzt, mein Gott, was macht er denn jetzt? Was macht er denn jetzt? Ich mach Folgendes. Ich grade tatsächlich ab. Und zwar bezahle ich 3 Lehm und werde dieses Upgrade durchführen. Dieses Upgrade bedeutet, dass ich jetzt, wenn ich einen Golem beerdige, den doppelten Effekt des Beerdigens bekomme. Und ich bekomme auch direkt eine Beerdigung, das heißt, einen meiner Golems darf ich jetzt töten. Und ich töte den Guten hier und lege ihn jetzt auf dieses Grabfeld. Ja. Und eigentlich würde ich jetzt 1 Gold bekommen, aber durch diesen neuen Effekt. Nee, Moment. Milz, überleg. Ich wollte doch was anderes tun. Mein Gott, ich bin hier schon wieder so aufgeregt. Ich lege den hier hin. Das heißt, eigentlich würde ich 2 Leben bekommen, aber durch diesen Effekt bekomme ich 4 Leben. Und jetzt, Freunde, weil ich den beerdigt habe, muss ich meine Golemstärke um 1 reduzieren. Und jetzt, Freunde, darf ich einen neuen Golem erschaffen.
Wenn ich einen Golem in eine Reihe platziere, wo bereits ein Golem ist, muss ich zusätzliche Leben bezahlen, und zwar immer 3. Ich werde aber einen platzieren in einer Reihe, wo noch kein Golem ist. Das heißt, ich werde wiederum nur 3 Leben bezahlen und lege ihn hier hin oder ich stelle ihn hier hin. Dadurch steigt meine Golemstärke wieder um 2 und jetzt wird dieser Effekt hier getriggert. Und zwar, ich bewege meinen Golem um 1. Ich lege ihn nicht hin, weil eigentlich darf ich ihn jetzt aktivieren und jetzt darf er für mich arbeiten. Und arbeiten heißt immer, dass ich den Golem hinlege und damit ist er quasi erschöpft. Aber in dem Fall nicht. Das heißt, diesen Golem, den ich gerade ja hierhin platziert habe, der sich jetzt hierhin bewegt hat, durch diesen Effekt hier, arbeitet jetzt für mich. Das heißt, er führt jetzt diese Aktion für mich durch und ich lege ihn nicht hin. Was heißt diese Aktion? Ich darf einen weiteren Golem bauen mit einem Rabatt von 1 Leben. Und ich habe noch genau 2 Leben. Das heißt, ne, 3 minus 1 macht 2 Leben. Ich kann einen weiteren Golem platzieren und ich setze ihn hier hin, weil wenn ich ihn hier hinsetzen würde, würde es mich ja 6 mit einem Rabatt von 1, 5 kosten und das hätte ich nicht. Aber ich kann ihn jetzt hier hinsetzen, was wiederum heißt, ich bekomme 2 Stärke. Und den wiederum kann ich, glaube ich, jetzt nicht aktivieren, oder? Weil ich glaube, dieser Effekt hier bezieht sich... Ach, da war irgendwas. Moment, Leute, wir müssen kurz in die Recherche gehen. Nee, das bezieht sich auf was anderes. Und zwar gibt es die Möglichkeit, wenn wir über die Aktion arbeiten, so heißt die hier, können wir ja auch einen Golem erschaffen. Und diesen erschaffenen Golem kann man nicht direkt zum Arbeiten schicken. Wir beziehen uns jetzt aber, also so interpretiere ich das jetzt gerade, wir beziehen uns ja auf diesen Effekt. Und dieser Effekt sagt, ich habe ja hier die Anleitung gerade vor mir, jedes Mal, wenn du einen Golem erschaffst, machst du einen Schritt mit ihm und kannst ihn arbeiten lassen, ohne ihn hinzulegen. Bisschen widersprüchlich, aber das heißt für mich jetzt, dass ich den jungen Herrn hier auch arbeiten lassen kann. Das bedeutet, ich bekomme 2 Wissen. Ha. Ja, Freunde, jetzt staunt ihr, ne? Gut, wenn man das Spiel ein bisschen kann, denkt man sich, gut, Milz, was hast du gerade für einen scheiß Move gemacht? Aber gut. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Ich hatte ja einen verloren und dann... Genau, ist richtig. Stärke stimmt. Genau. Okay, ja. So sah es dann aus und den muss... die werden ja auch gar nicht hingelegt. Jetzt habe ich da gerade den Finger drauf gezeigt. Mein Gott. Den Finger seht ihr ja gar nicht. Die werden ja gar nicht hingelegt, weil das ist ja durch die Aktion hier zusätzlich passiert und man legt die ja dann nicht hin. Weil ein hingelegter Arbeiter, sage ich mal, kann ja nicht erneut arbeiten. Oder Golem in dem Fall. So. Das haben wir geschafft. Und damit sind wir mit der Aktionsphase fertig. Als nächstes wird die Reihenfolge eventuell geändert. Der Automat ist, sage ich mal, weiter vorne. Das heißt, die Reihenfolge bleibt so, wie sie ist. Und dann geht es in die Charakterbeeinflussung. So. Ich habe eine gelbe und eine weiße Kugel. Weiß kann also den Farbwert blau annehmen. Und ich könnte den jetzt beeinflussen. Das bedeutet jetzt, entweder ich zahle 4 Geld oder Taler und darf dann diese Aktion durchführen, oder aber ich bekomme 3 Geld. So, ich habe kein Geld, kann ihn aber beeinflussen, weil ich halt die richtigen Murmeln habe. Die Reihenfolge übrigens, ob ich jetzt eine gelbe und eine blaue oder eine blaue oder eine gelbe habe, ist völlig egal. Ich kann ihn also beeinflussen, kann aber den oberen Effekt nicht durchführen, das heißt, ich bekomme immer 3 Taler. So, der Automat hingegen, der ignoriert diesen Karteneffekt komplett. Der bekommt einfach, wenn er das schafft, ihn zu beeinflussen, 10 Punkte. Wir drehen dann die Karte um anzuzeigen, dass diese Karte beeinflusst wurde und damit wird auch der Rundenfortschritt angezeigt. So.
Das bedeutet, er bekommt jetzt 10 Punkte, ist schon bei 34. Gut, als nächstes kommt jetzt die Einkommensphase. Erst wird auf dem Spielbrett das Einkommen berechnet. Der Automa bekommt hier tatsächlich Einkommen. Und zwar bekommt er Einkommen nur in Siegpunkten. Das heißt, Ressourcen bekommt er nicht. Der Automa bekommt übrigens auch keinen Platzierungsbonus hier irgendwie durch. Der bekommt wirklich nur Siegpunkte in der Einkommensphase. Alles andere wird über Extra-Regelungen durchgeführt. So, wir beginnen mal in der Reihe. In der Reihe bekommt keiner von uns beiden irgendwas. In der Reihe bekomme ich einen Taler. Und hier bekomme ich nichts und er bekommt auch nichts. Gut, dann gucken wir mal hier in meiner Bücherleiste. Wie habe ich denn hier einen Schritt gemacht? Ach, weil ich ne... Nee, hä? Hatte ich vorhin ein Büchersymbol? Nee, hatte ich nicht. Leute? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich weiß gerade nicht, wie habe ich denn hier vorhin ein... Wir beginnen doch hier. War das von Anfang an so oder habe ich jetzt gerade irgendeinen Bonuseffekt vergessen? Ich habe hier vorhin keine 3 Geld bezahlt. Ich habe die Aktion auch gar nicht durchgeführt. Hierüber habe ich nichts gemacht. Ich habe ja auch noch kein Buch, was mir da Punkte gibt. Hier dieser Sofortbonus hat mich auch keinen... Also hier könnte ich einen Bücherschritt weitergehen, aber das Artefakt ist ja noch gar nicht fertig. Ich glaube, ich habe vorhin hier aus Versehen irgendwie einen Schritt gemacht oder es war schon in den Voreinstellungen drin. Weil man beginnt bei 0 und... Also, wenn ich jetzt nicht ganz grob was vergessen habe, vielleicht sehe ich das näher beim Schnitt, darf ich den nicht bekommen. Und hier habe ich das ja auch nicht her. Nee, und bei den Startplättchen war das auch nicht mit dabei. Ich habe ja die beiden gewählt. Nee, gut, dass ich das gesehen habe. Also, ich bekomme hier noch kein Einkommen. Ich bin ja noch nicht in dem Einkommensbereich. So, hier bekomme ich jetzt 2 Siegpunkte für meine Golemstärke. Unsere ersten Siegpunkte, wow! Gut, dann bekomme ich für vollständige Artefakte Einkommen. Das heißt, ich bekomme hier, dieses Artefakt ist ja schon fertig, einen Taler. Die anderen sind noch nicht vollständig, das heißt, dafür bekomme ich nichts. So, und jetzt darf ich ein Upgrade durchführen. Und entweder führe ich jetzt ein blaues Update durch oder ein gelbes. Und ich glaube, ich tendiere eher zum Gelben, weil ich bin ja so ein bisschen gelb spezialisiert. Leute, übrigens, diese Aufgabenkarte, ich kann sie auch hier zeigen, haben wir schon fertig. Wir müssen 2 Golem erschaffen haben. Wir haben schon 2 Golem erschaffen. Ja, ich werde, glaube ich, ein gelbes Upgrade durchführen. Und hätte ich mal vorhin das hier genommen, dann hätte ich nämlich jetzt jedes Mal, wenn ich einen Golem erschaffen hätte, ein Leben und 2 Siegpunkte bekommen. Na, schön blöd, Milz. Tut hier so, als wäre der Experte im Spiel und kriegt hier gar nichts geschissen. Naja. Ich werde 3 Taler einzahlen und werde dieses Artefakt, was noch nicht fertiggestellt ist, upgraden. Das heißt, sobald das fertig ist, bekomme ich diesen Bonus und in der Einkommensphase bekomme ich den ebenfalls. So, und jetzt muss ich noch meine Golems zügeln, nenne ich es mal. Und zwar muss ich jetzt für jeden Golem gucken, wie weit der von meinem Studenten im Bereich entfernt ist und für jeden dann quasi Wissen bezahlen, weil die dürfen nicht zu weit hier nach vorne schießen. Dann gibt es ja, Probleme. Dann, weiß ich nicht, greifen sie die Bevölkerung an und beschweren sich, was weiß ich, schlimme Dinge. Dieser Golem hier ist ein Schritt vor dem Studenten, das heißt, ich muss schon mal ein Wissen bezahlen. Der Student steht vor meinem Golem, das heißt, alles ist gut. Also wenn mein Student vor meinem Golem steht, ist super, der ist dann quasi super unter Kontrolle. Und auf dem gleichen Feld ist auch nicht verkehrt, das heißt, die beiden machen mir hier keine Sorgen.
Gut. Damit sind wir mit der ersten Runde durch und es geht los mit Phase 1. Phase 1 heißt erst einmal, Murmeln werden neu verteilt. Ich hole mir mal hier meinen Rabbi zurück. Der holt hier auch seinen Rabbi zurück. Die Karten legen wir mal hier zur Seite. Die Plättchen legen wir weg. Werden durch neue aufgefrischt. Die Murmeln haben sich sehr beschissen verteilt, sehe ich gerade, wobei es geht. Dann wird... Was wird noch gemacht? Murmeln wurden gemacht, die Plättchen wurden gemacht. Ach ja, und die Bibliothek wird erneuert. Hier auch eine Besonderheit. Die Karte, die immer rauskommt, wird nicht entfernt, sondern wird auch zu dem Automa gelegt. So, eine gelbe Kartenreihe gibt es noch nicht oder ein Stapel. Das heißt, es wird ein neuer Stapel angefangen. Eine Karte zum Quadrat sind ein Siegpunkt. Die Karten werden wieder aufgefrischt. Und Automa ist Startspieler. Ach nee, Moment, jetzt kommt ja erstmal wieder die Golem-Bewegung. Oh, jetzt Freunde, jetzt wird's schlimm. 5 Schritte plus 2 Schritte. 7 Schritte muss ich jetzt insgesamt gehen. Also da muss ich gleich mal dringend was gegen tun. Sieben Schritte. Ja gut, einen Schritt. 2 Schritte. 3, 4 Schritte. 5 Schritte. 6 Schritte. 7. Uiuiuiuiuiui. Ihr seht, da muss ich jetzt mal dringend was gegen tun. Gut, aber jetzt ist erstmal der Automa wieder dran. Er zieht seine erste Karte. Und er beginnt mit einer Murmelaktion. Und zwar wählt er die gelbe Murmel. Und er wählt diese aus. So, dann bewegt er sich einen Schritt weiter. Den gehen wir mal so ein bisschen weg. Dann bewegt er sich mit dem roten Studenten auch einen Schritt, bekommt 2 Siegpunkte und nimmt sich wiederum ein Buch. Er nimmt sich das grüne. Huch! Was ist denn nun los? Dann legen wir es hier hin. Hier ist irgendwie ein verbuggter Bereich. Aber irgendwie habe ich gerade eine automatische Aufrückung hier aktiviert, wie auch immer ich das geschafft habe. Naja, ist egal. Auf jeden Fall ein grünes Buch. Hoch 2 sind ein Siegpunkt. Und dann bin ich dran. So. Was mache ich denn jetzt? Gucke ich erstmal hier, was hier so für tolle Sachen sind. Hier könnte ich mir ein Buch holen. Mit vergünstigten Kosten. Aber die Bücher gefallen mir gerade alle nicht wirklich. Außer das hier, aber... Ja, 4 Wissen habe ich nicht. Eine rote Kugel sollte ich wählen. Oh, und das wäre natürlich richtig saftig. Der Bereich wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ja, kommt. Ich glaube, ich mache das. Und dann mache ich gleich die gelbe nochmal. Okay, passt auf. Ich wähle die rote Murmel. Das heißt, ich bekomme 4-mal Clay. Oder Lehm und einen roten Schritt. Jetzt kann ich eine Aufwertung durchführen. Nehme ich die, damit kann ich nämlich die Bewegungskosten reduzieren. Und einem Golem kann ich jetzt leider nicht erschaffen. Weil mir fehlt es an
Clay. Ja gut. War jetzt mir aber wichtig. War mir jetzt wirklich wichtig. Ach, Moment. Ich kann doch einen Golem... Nee, kann ich nicht. Ich kann keinen Golem durchführen, aber ich habe eine rote Kugel gewählt. Das heißt, ich bekomme auch nochmal einen Leben hier durch dieses Artefakt. Auch wenn es noch nicht fertig ist. Moment mal. Kurzes Regelstudium. Egal, ob das fertig ist oder nicht. Also so interpretiere ich das gerade. Ja, so interpretiere ich das. Auch wenn das noch nicht fertig ist, aber ich bekomme das quasi trotzdem. So, und dann bekomme ich noch 2 Siegpunkte. Kann sein, dass ich das jetzt falsch spiele, Leute. Das weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt keine Lust nachzulesen. Gut, professionell. So, ich könnte jetzt mal einen Golem erschaffen, aber das würde mich ja trotzdem 6 kosten. Und dann geht das jetzt halt einfach nicht. Nee, gut, ja. Aber wartet mal. Nee, ich bin dumm. Zurück. Moment, zurück. Ich mach das. Das kostet mich 5 Clay. Das bedeutet, ich kann eine Arbeitenaktion sofort machen. Und zukünftig kann ich, wenn ich eine Arbeitenaktion mache, eine zusätzliche Arbeitsaktion machen. Hier habe ich das jetzt bisher immer so gespielt, dass ich mit der Aktion aber nur eine machen kann. Also, dass ich jetzt quasi sofort nur eine bekomme und nicht 2. Und das ist quasi bei anderen Arbeitenaktionen dann so ist, dass man quasi eine zusätzliche bekommt. Das steht, finde ich, in den Regeln nicht so eindeutig drin, aber so habe ich mir das jetzt ausgelegt. Das heißt, ich darf jetzt eine kostenlose Arbeitsaktion durchführen. Und dann mache ich jetzt Folgendes. Wie lasse ich ihn jetzt arbeiten? Wen lasse ich denn jetzt arbeiten? Pass auf. Ich könnte jetzt auch den arbeiten lassen und könnte dann nochmal einen... Nee, pass auf. Ich lasse den hier arbeiten. Das heißt, ein Golem wird umgebracht. Ich bringe den um. Das heißt, ich bekomme 2 Gold und 3 Taler. So, dieses Gold werde ich jetzt wiederum hier und hier reinlegen. Damit ist dieses Artefakt komplett. Ich bekomme einmalig eine Bewegung. Ich bewege ihn weiter. Und nochmal 2 Geld. So. Jetzt kann ich trotzdem keinen Golem errichten, weil ich habe kein Leben mehr. Tja, so ist das, ne? Ach, und natürlich, weil ich den Golem getötet habe, verliere ich wieder eine Golemstärke. So, mal kurz korrigieren. 2 hoch, 2 runter, genau. So, jetzt müssen wir alles haben. Das heißt... Der Automat ist wieder dran und er wählt eine weitere Kugel. Und zwar jetzt wieder in dem Fall die rechte. Das heißt, die rote nimmt er und es gibt nur noch eine rote, die andere habe ich ja. Das heißt, roter Student und gelber Student auf der Karte abgebildet gehen weiter. So, dann bekommt er wieder 2 Siegpunkte und schon wieder eine Karte. Und jetzt hat er hier wirklich aus jedem Dorf einen Köter. Eine blaue Karte ist nur eine da, das heißt zum Quadrat sind 1 Siegpunkt. Und ich bin wieder dran. So, diesen Heini will ich ja unbedingt
bedingsen, hier bezirzen. Das heißt, ich brauche jetzt eine gelbe Murmel. Das heißt, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme diese Aktion hier oder ich nehme eine weiße Kugel. Okay. Ich nehme die gelbe Kugel. Heißt, ich darf meinen Studenten weiter bewegen. Muss jetzt eine Münze bezahlen. Das sagt mir diese Aktion. Und jetzt darf ich eine der anderen vier kopieren. Ich könnte rein theoretisch jetzt auch die Arbeiten schicken, aber ich habe ja nur noch einen Golem, ne? Weil den hier kann ich ja nicht nochmal Arbeiten schicken. Das wäre ein bisschen dumm. Ich könnte nochmal die Aktion wählen, das wäre auch doof. Nee, ich kopiere einfach wieder die gelbe Aktion. Hier lagen zwei Murmeln, das heißt, ich bekomme 2 Geld. 1 zahle ich, 2 bekomme ich wieder. Darf dann eine gelbe Aufwertung durchführen. Jetzt muss ich mal rechnen, weil ich möchte eigentlich doch wieder ein Gold haben. Das heißt, von meinen 8 potenziellen Geld habe ich eigentlich nur 5. Und dann will ich ja auch noch diese Aktion durchführen. Das heißt, eigentlich darf es nicht mehr als 2 kosten. Ja, dann bleibt ja eigentlich nur eine Möglichkeit. Ich meine, ich könnte hier noch was machen. Ich mache einfach mal den hier. Immer wenn ich einen Golem erschaffe, bekomme ich das, was hier abgedruckt ist. Das kostet mich einen ganzen Taler. Und jetzt zahle ich nochmal 3 Taler, um ein Gold zu bekommen. Das Gold lege ich hierauf. So, jetzt könnte ich nochmal 3 Taler bezahlen, um hier einen Schritt zu gehen in diese Bücherleiste. Das mache ich aber nicht, weil das Gold brauche ich ja noch. Gut. Jetzt wird mit dem Automat noch die Rabi-Aktion durchgeführt. Er stellt sich auf Feld 3. Das heißt, er gibt mir jetzt auch die Möglichkeit, gleich Startspieler zu werden. Er bewegt seinen blauen ein weiter. Kriegt 5 Punkte. 2, 3, 4, 5. Und beerdigt einen seiner Golems. Und da wählt er immer hier den noch am weitesten freien links. Er bekommt aber nicht die Boni hier abgedruckt. Oder die hier abgedruckt sind. So. Ich darf ja auch noch meinen Rabbi platzieren. Ich könnte mir jetzt ein Buch kaufen. Das hier, das Feld macht keinen Sinn. Oder ich beerdige nochmal einen meiner Golem. Dann wäre ich natürlich nicht Startspieler. Ich habe 2 Wissen. Ja. Also die Karte hier ist zu teuer. Die kriege ich nicht. Weil, also ich darf ja diesen Effekt hier, also diese Kosten ignorieren. Aber ich habe ja nur 2, das heißt, die beiden hier sind zu teuer. Das heißt, eine von diesen 3. So, hier würde ich ein Plus-Minus-Null-Geschäft hinmachen. Hier könnte ich meine Stärke erhöhen und einen Taler kriegen. Ich glaube, ich nehme tatsächlich die grüne. Ja, also ich werde meinen Rabbi einfach mal hierauf stellen und nehme mir dieses Buch. Wie? Ich möchte die nochmal. Wie kriege ich die raus? Aha! Leute! Wie kriege ich die jetzt hier raus? So, müssen wir so machen. Ich wollte die auch eigentlich gar nicht an diesen Slot legen. So. Ich bekomme jetzt, wenn ich die gleiche in einen dieser 4 Slots lege, diese Punkte. Hätte ich hier schon irgendwas freigeschaltet, würde ich auch noch zusätzlich was bekommen.
Ich lege den jetzt hier an. Ich darf aktuell in jeder Reihe nur ein Buch haben, aber ich gehe ja eh nicht so auf die Bücher. Also, ich lege den hier ran. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Was bekomme ich da nochmal? Ein Taler und einen Clay. Mein Gott. Kurzzeitgedächtnis. So. Und dann bekomme ich einen Siegpunkt und einen Taler auch nochmal. Okay. Ah! Hier war, jetzt verstehe ich das auch, hier ist irgendwie noch diese Einstellung drin, falls man mit mehreren spielt. Ah, okay. Gut, war jetzt gar nicht mal so wichtig für euch, aber gut. Ja. Das war's. Damit sind wir wieder alle durch. Das bedeutet, die Spielerreihenfolge ändert sich tatsächlich. Ich bin die neue Nummer 1. Dann werden die Murmeln überprüft. Gelb und Rot haben wir beide. Ich zahle also 3 Münzen, um ein Gold und einen gelben Schritt zu bekommen. 1, 2, 3. Ich bekomme ein Gold und einen gelben Schritt. Und dieses Gold lege ich hier hin. Und dann bekomme ich nochmal einmal Lehm und 2 Siegpunkte. Fein. So, er bekommt wiederum 10 Siegpunkte. Und dann haben wir diese Karte auch abgearbeitet. Die Hälfte ist schon fast geschafft. Einkommen. Ich bekomme hier kein Einkommen, der Automar auch nicht. Hier bekommt der Automar ein Einkommen. Und ich bekomme 2 Taler und 2 Siegpunkte. Mensch, Leute, wir haben schon 9 Punkte uns erwirtschaftet. Das ist doch hier heftig. So, und hier bekommen wir beide wieder nichts. So, hier bekomme ich auch nichts. Hier bekomme ich 2 Siegpunkte. Wiederum einen beliebigen Schritt. Dann nehme ich jetzt den hier, glaube ich. Ja, ich nehme den hier. Dann nehme ich 2 Taler. Dann bekomme ich nochmal ein Lehm. 2 Siegpunkte. Und hier ganz unten bekomme ich auch nochmal einen Taler. So, dann darf ich wiederum ein Upgrade machen. Und ich mache Folgendes. Ich werde 4 bezahlen und dieses Lehm-Upgrade machen. Dann kriege ich hier nämlich jetzt immer schön 3 Lehm. Ich hoffe, das rentiert sich. So, und dann geht es hier wieder in die gefährliche Kontrollphase. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich gerade den roten bewegt habe. Der Golem ist nämlich 2 Felder vorne, das heißt, ich muss 2 Punkte bzw. 2 Wissen abgeben. Der hier ist schön weit hinten, das funktioniert, und hier ist gar keiner, das heißt, ich kriege keine Minuspunkte. Gut, dann sind wir in Runde 3. Die Murmeln werden wieder neu geworfen. Ich hole mir mal hier meinen Rabbi zurück. Er bekommt natürlich seinen auch. Dann werden neue Plättchen aufgelegt. Er bekommt diese Karte. Ich lege das mal so hin. Er hat jetzt also schon 2 gelbe Karten. 2 zum Quadrat sind 4 Siegpunkte. Da seht ihr jetzt, habe ich jetzt gerade ihm 5 gegeben? Weiß ich. Ich kann nicht zählen. Ja, da hat er seine 4 Siegpunkte bekommen. Oder 5, ich weiß es gerade nicht. So. Noch was? Nee. Mehr nicht. Gut, dann werden wieder die Golem bewegt. Ich habe eine Golemstärke von 4 plus 3. Aber... Ach nee, die habe ich ja gar nicht geholt. Was habe ich gesagt? 4 plus 3?
7 Schritte. Uiuiui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leute. 7. Jetzt muss ich hier schon Strafe zahlen und ich hab kein Dings, ne? Kein Bums hier. Dann muss ich einen Siegpunkt abgeben. Hätte ich das gesehen, hätte ich vielleicht doch gerade das Leben-Update machen können, weil ich hätte hier 2 Leben bezahlen können und dann darf ich nämlich diese zusätzlichen Schritte von dieser Karte ignorieren. Naja, gut. Ein Siegpunkt. Ne? Wenn es mir am einen Siegpunkt gelegen hat, dann drehe ich durch. So, ich bin Startspieler. Und ich überlege jetzt mal, was ich hier so Feines machen möchte. Es liegen hier ziemlich starke Aktionen. Starke Rabi-Aktionen. Hier, diese Aufteilung ist eine ganz wilde. Ich möchte gerne diese gelbe Menora haben. Mich lächelt ja diese Aktion hier so ein bisschen an. Dann könnte ich nämlich mit dem wieder einen Schritt zurückgehen. Könnte das hier machen. Das ist auch nicht verkehrt. Die Arbeiten-Aktion ist natürlich auch nicht verkehrt. Wobei ich den auch ehrlich gesagt gerne umbringen möchte, weil der ist mir viel zu weit vorne weg. Und ich würde gerne auch neue Golem erschaffen. Passt auf, ich mache Folgendes. Ich mache erstmal eine Rabi-Aktion. Bekomme 3 Lehm. Darf einen neuen Golem erschaffen. Ich setze den in die gelbe Reihe. Das heißt, ich muss nochmal 3 Lehm bezahlen. Dann darf ich ja hier einen Schritt gehen und darf dann, ohne ihn hinzulegen, diese Aktion durchführen. Das sehe ich übrigens nicht gekoppelt mit dieser Aktion hier. Das heißt, ich zahle eine Münze, kriege ein Gold und lege den hier oben rauf. So, ich habe ja einen Golem erschaffen, das heißt, ich bekomme ein Gold auch gleich wieder. Ich habe einen Golem erschaffen, ich kriege also 2 Stärke. Und jetzt darf ich einen meiner Golem einen Schritt nach hinten bewegen lassen und dann nehme ich den. Okay, gut. Was macht er? Er spielt auch seinen Rabi und platziert ihn ganz nach oben. Das heißt, er wird ja wieder Startspieler werden. Aber gut, das habe ich ja ihm im Grunde jetzt auch mit meiner Aktionswahl vorgegeben. Er bewegt seinen gelben Heini und oh, der ist mir langsam zu dicht an meiner Menora dran. Die will ich haben. Und kriegt 3 Punkte. Wie könnte ich das denn jetzt schaffen, dass ich... Eigentlich gar nicht, ne? Also ich müsste gelbe Schritte gehen, aber ich möchte keine gelben Schritte gehen. Ich könnte den arbeiten lassen. Passt auf. Ich mache Folgendes. Na gut, ist nicht viel, was ich da bekomme, aber ich glaube, das mache ich trotzdem. Oder nehme ich die hier? Die ist natürlich auch total interessant, ne?
Ich wähle die rote Kugel. Ich bewege also ihn. Ich habe die Joker-Aktion gewählt, ich muss eine Münze zahlen. Und wähle dann die Arbeiten-Aktion. Das heißt, ich habe hier einen Rabatt von 4 Wissen. Ich könnte jetzt also meine ganzen Einheiten arbeiten lassen. Und das Gute ist ja, ich habe hier auch noch diesen eine zusätzliche Aktion. Das heißt, es reicht mir, wenn ich 2 Golems arbeiten lasse. Dafür muss ich also nur 3 bezahlen. Die Stärke der Aktion war aber 4. Das heißt, ich muss gar nichts zahlen. Kann jetzt also alle 3 kostenlos arbeiten lassen. Also, eine Münze, ich bekomme ein Gold. Dann lasse ich ihn arbeiten. Ich bekomme das Einkommen meiner Studenten. Das heißt 2 Siegpunkte, 2 Gold. Und 2 Lehm. Und dann kann ich den auch noch arbeiten lassen, zusätzlich quasi. Darf einen Golem vergünstigt für 2 Lehm erschaffen. Den schicke ich hier rein, das heißt, ich muss nur 1 Lehm bezahlen, bekomme wieder 2 Stärke. Den darf ich dann gleich hier ein Feld weiter bewegen, wegen dieser Aktion, und darf die kostenlos durchführen, das heißt, ich kriege 3. Den darf ich jetzt natürlich nicht gleich arbeiten lassen, ne? Also nochmal zusätzlich, weil das ja die Aktion, habe ich ja vorhin gesagt, ne? Einen gerade eben erst erschaffenen Golem kann ich nicht mit der Arbeiten-Aktion direkt arbeiten schicken. Und jetzt bekomme ich quasi nochmal Siegpunkte, was hier für ein Level ich hier an Golem-Stärke habe. Ich habe ein Golem-Stärke-Level von 4. Das heißt, nochmal 4 Punkte. Ja. Und jetzt könnte ich nochmal 3 Münzen ausgeben, um einen Bücherschritt zu gehen, aber... Macht eigentlich keinen Sinn. Werde ich nicht machen. Gut, das war meine Aktion. Er bekommt 5 Punkte. Hoch. Er bekommt 5 Punkte. So. Und es geht weiter. Rabi hat er schon platziert, das heißt, er wählt eine Murmel, er wählt die rechte, das heißt eine blaue Murmel, von oben nach unten, er wählt also die. Blau ein Schritt, rot ein Schritt. Und dann bekommt er noch einmal 3 Punkte. So. Was mache ich jetzt? Eigentlich brauche ich eine blaue Kugel. Das heißt, ich müsste jetzt erneut die Joker-Aktion durchführen. Und ich glaube, das werde ich auch machen. Das Schlimme ist, ich muss eigentlich hier nach vorne, weil der könnte mir die gleich noch wegschnappen und... Der bekommt am Ende für jede Menora, die er hat, 10 saftige Punkte. Das will ich ihm eigentlich nicht gönnen. Auf der anderen Seite... Ich komme auch gerade nicht irgendwie an Bewegung ran. Hier könnte ich an 2 Schritte rankommen, aber den Golem kriege ich nicht so weit bewegt. Ich muss eh aufpassen mit dem einen Golem hier, der ist mir zu weit vorne. Der ist auch zu weit vorne, also ich brauche richtig viel Wissen. Schaut mal, der ist auch viel zu weit vorne.
Also vielleicht sollte ich... Ah, schaut mal hier. Ich habe doch die Verdo... Das mache ich. Passt auf. Ich nehme die blaue Kugel. Hier kriege ich schon mal einen blauen Schritt. Das ist doch schon mal nett. Ich habe ja die Joker-Aktion gewählt. Das heißt... Huch. Ich schmeiß Gold aufs Spielbrett. Nein. Das heißt, ich muss eine Münze bezahlen. So, ich habe ja... Da lagen ja drei Murmeln gerade noch. Das heißt, eine Aktionsstärke von 3. Ja, wie kriege ich jetzt aber einen getötet? Gar nicht, ne? Ich kriege keinen getötet. Ach, schade, ich müsste irgendwie einen umbringen, aber ich kriege ihn nicht umgebracht. Also ich muss dieses Lehm-Upgrade irgendwann machen. Aber ich kriege ihn jetzt nicht umgebracht. Ich kriege hier keinen Trottel umgebracht. Egal wie ich es mache. Mit diesen Aktionen kriege ich gerade das nicht hin. Die Aktion ist eigentlich für mich nicht mehr so lukrativ, weil ich kann keinen Golem mehr erschaffen. Ich kann auch keine... Ich kann sie auch nicht mehr arbeiten lassen, außer hier den einen, hier den. Und der gibt mir nur in Anführungszeichen Wissen, was ich gerade nicht wirklich brauche. Ich könnte jetzt hier diese Aktion wählen, aber auch da, die Karten, die hier gerade ausliegen, die bringen mich gerade nicht wirklich weiter in meinem Leben. Ich könnte jetzt vielleicht die Karte hier nehmen, eine rote, dann könnte ich mit der Kettenreaktion das machen. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Also ich wähle die hier. Das heißt, ich bekomme 3 Wissen. Dann habe ich schon mal 6 Wissen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und diese Karte kostet mich aber 4 Wissen. Das heißt, ich habe eigentlich nur 2 Wissen für ein Upgrade. Ja gut. Ich investiere 2 Wissen und werde dieses Upgrade aktivieren. Und dann kaufe ich für 4 Wissen diese Karte. Dann bekomme ich jetzt also sofort ein Upgrade für den Golem mit 2 reduziert. Baue das quasi kostenlos. Dann bekomme ich ein Lehm, ein Gold. Das zeigt mir dieser Effekt. Und wiederum ein Wissen. Achso, ich habe die 4 Wissen natürlich ausgegeben. Und ein Siegpunkt. So, hier wurde automatisch schon aufgefüllt. Genau, damit ist die Aktion durchgeführt. Und er resettet schon wieder. Das heißt, er kriegt wieder 5 Punkte. 2, 4, 5. Und es geht weiter. Und zwar wählt er die linke Kugel, das ist die rote. Ja, rot hat er auch noch. Und dann geht er einen gelben Schritt. Oh. Und einen roten Schritt. Das ist mir alles viel zu dicht. Und dann bekommt er noch 3 Siegpunkte. Gut. Damit sind wir schon wieder durch. Die Reihenfolge wird wieder angepasst. Und Rot und Blau haben wir beide geschafft. Das heißt, wir können ihn jetzt wieder beeinflussen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja gut, ich bezahle erstmal 3 Münzen. Darf einen Golem bewegen. Ha. Ah ja. Ich bewege den. Und dann darf ich 2 durchführen, ne? Dass er hier wieder 2 arbeiten lassen. Das heißt, einmal bekomme ich 3 Wissen. Und
den eben wieder hier Auferstandenen. Dann kann ich doch noch einen umbringen. Ich bringe ihn um. Hahaha. Ich bekomme übrigens nochmal 3 Geld hier durch diesen Effekt. Ich bringe den um. Damit sinkt meine Stärke und durch den Doppler-Effekt hier, wollte ich schon gerade sagen, hier durch den, wo ist es? Hier, Verdopplungseffekt, bekomme ich jetzt 2 neutrale Schritte. 1, 2. Und damit ist die Minora meine. So. Ha, 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 ha. So, der Automar hat natürlich auch wieder es geschafft. Das bedeutet 10 Punkte. Für ihn. Gut, kommen wir zum Einkommen. Ich bekomme 2 Lehm. Er bekommt 2 Siegpunkte, 5 Siegpunkte, 6 Siegpunkte. 6. Ich bekomme jetzt auch 4 Siegpunkte. 1, 2, 3, 4. Und 2 Taler. Und er bekommt... Ach nee, das hatten wir schon. So, dann bekomme ich wieder nichts. Bekomme nochmal 3 Siegpunkte. 2, 3. Dann bekomme ich einen Taler. 3 Lehm. Nochmal 2 Siegpunkte. Einen neutralen Schritt. Da wähle ich den. Und die Taler habe ich mir gegeben und das habe ich ja noch nicht fertig. So, dann darf ich ein Upgrade durchführen. Mittlerweile habe ich dieses Upgrade fertig. Das heißt, ich könnte jetzt nochmal das Geld investieren. Oder in den Golem. Ich muss ja irgendwie jetzt in der nächsten Runde noch 2-mal Gold kriegen, ne? Hier liegt kein Gold. Ah, das ist schlecht. Das ist ganz schön schlecht. Okay, komm, ich zahle 4 Lehm und muss jetzt für jeden Golem, der zu weit weg ist, maximal 2 Wissen zahlen. Und apropos 2 Wissen, der Golem hier ist 2 Schritte von mir entfernt. Das heißt, 2 Wissen muss ich zahlen und die anderen sind, Gott sei Dank, alle im kontrollierten Bereich. Der liegt hier hinten, der liegt dort und der Rest liegt begraben. Ja, Freunde, und dann sind wir auch schon in der letzten Runde. Das heißt, ich hole mir mal meinen Rabbi zurück. Die Plättchen kommen weg. Und es kommen die letzten. Ja, das brauche ich nicht. Ah, den vielleicht. Was ist eigentlich das hier für eine Aufteilung? Die würde im echten Spiel nie so passieren. Naja, ist egal. Und er bekommt eine grüne Karte. Was ihm wiederum 4 Punkte gibt. Und damit hat er schon 100 Punkte. Mein Gott. Was für ein reicher Automar. So, und apropos reich, er fängt ja auch wieder an hier, ne? Ach ne, Moment. Erst... Oh, ich vergesse immer die Bewegung der Golem. So, ich habe eine Stärke von 7. Der will hier noch 3 Schritte von mir. Aber jetzt habe ich hier... Ich kann die 3 ignorieren. Das heißt, ich muss nur in Anführungszeichen 7 Schritte gehen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieben. Machen wir es so. Oder wartet. 7. Dann zahle ich ein Strafwissen.
Okay. Gut. Was habe ich jetzt hier? Achso, ich wollte schon die Karte aufdecken. Er beginnt also mit dem Rabbi und er setzt sich auf die drei. Natürlich setzt er sich auf die drei, Freunde. Das ist schon wieder... Ach, es regt mich auf. Naja, ist egal. Natürlich setzt er sich genau auf die eine Zahl, die oder Position, die ich gerne gehabt hätte. 5 Siegpunkte. Und er begräbt hier auch nochmal einen. Fein. So. Ja. Würde ich sagen, ich mache erstmal eine rote Kugel für einen Anfang. Das heißt, ich darf den hier bewegen. Vielleicht kriege ich hier auch noch die. Das wäre ja wild. Und bekomme dann natürlich nochmal 3 Lehm und 2 Siegpunkte. Und habe jetzt hier eine Aktionsstärke von 6. Eine Münze muss ich bezahlen. Jetzt könnte ich ja hier richtig eskalieren. Ich könnte die alle arbeiten schicken. Ich könnte die alle arbeiten schicken. Ich könnte... Hier würde ich noch eine Karte kriegen. Da könnte ich potenziell dann nochmal einen neuen Auftrag bekommen. Hier könnte ich ein Buch bekommen. Könnte mir das irgendwas bringen? Ich sehe gerade hier, könnte ich den dann nochmal woanders hinschicken. Vielleicht auf eine Position, die mir besser gefällt. Aber grün kann ich aktuell noch nicht platzieren, weil mir fehlt da die... Das mit dem Bücherregal, das klappt da noch nicht. Die Karte bringt mir nichts. Die Karte ist eigentlich jetzt auch eher suboptimal. Ja, was macht man jetzt? Arbeiten schicken. Das wäre natürlich mächtig. Hier mit dem würde ich 2 Siegpunkte kriegen. Ja, ich glaube, ich werde die Arbeiten schicken lassen. Oder natürlich... Oder natürlich nicht. Nee, wartet mal. Hahaha. Ich habe gerade einen gut miesen Plan. Ich muss mal kurz zählen. 3 Wissen. Wenn ich das machen würde, dann würde ich ja 7 Wissen bekommen. Ja, nee, ich bräuchte 2 Wissen. Das wären 2 Wissen, aber ich habe hier schon meinen Slot gewählt. Das würde nicht gehen. Ah. Ist ja wieder alles verzwickt. Nee, die Aktion hier macht leider keinen Sinn. Die Aktion macht leider nicht den Sinn, den ich gerne hätte. Dann werde ich arbeiten. Ich werde arbeiten, Freunde. Das ist doch auch mal ein Wort. Oder ich mache natürlich die. Hahaha, da hätte ich mit das Gold zusammen. Dann hätte ich das Gold zusammen. Hm. Ja, aber dann hätte ich das nicht zusammen. Nee, das ist auch doof. Aber ich hätte... Hm. Nee, kommt. Ich mache Folgendes. Ich mache Folgendes. Ich werde etwas tun. Ich weiß noch nicht was. Pass auf. Ich werde tatsächlich die arbeiten lassen. Das heißt, ich habe hier eine Aktionsstärke 6. Das heißt, ich könnte bis zu 3 kostenlos arbeiten lassen. Ich habe eh nur 3. Ich lasse die arbeiten. Der arbeitet für mich ganz hart.
bekommt 2 Punkte. Durch den bekomme ich 2 Geld und 2 weitere Aufgabenkarten, von der ich eine behalten kann. Ja. Das ist ja beides absoluter Dreck. Schaffe ich keine von beiden. Ja, das war natürlich ein Schuss in den Ofen. Und ein Buch. Ja, aber ich krieg ja... Ich krieg nicht hin. Selbst wenn ich jetzt auf Bücher nochmal gehen könnte, würde ich nicht schaffen. Nee. Gut, ich krieg ein Buch. Mit einem Rabatt von 5. Ich kann leider jetzt aber nicht jedes Buch nehmen. Weil Rot und Grün habe ich schon bereits. Das heißt, das müsste ich in diese reinlegen. Dafür muss ich aber hier in den Leisten gucken. Schaut mal, ich bin hier noch im ganz unteren Bereich. In jeder Bücherleiste darf nur eins liegen. Ein gleichfarbiges Buch. Das heißt, ich darf nur Blau, Gelb oder Schwarz nehmen. Und Schwarz ist ja ein Joker. Das heißt, entweder Blau oder Gelb. Ja, und da liegt nicht so viel Blau oder Gelb, Freunde. Das heißt, ich nehme diese Karte. Ich nehme diese Karte also und lege sie wo lege ich sie hin? Egal, wo ich sie hinlege, jetzt ist sie schon wieder eingerastet. Egal, wo ich sie hinlege, sie wird es wird nicht das mir bringen, was ich gerne hätte. Naja, egal. Also, ich kann was upgraden mit einem Rabatt von 2. Dann grade ich das hier ab. Dann bekomme ich ein Leben und ein Wissen. So, und damit habe ich sämtliche Aktionspunkte verschenkt. Und jetzt könnte ich 3 Münzen bezahlen. Das mache ich jetzt auch einfach. Um hier einen Schritt vorzugehen. Ja, das ist hier dieser Effekt, den habe ich bisher halt noch nie durchgeführt. Weil ich eigentlich nicht darauf gehen wollte. Hm. 6 Bücher, ey. Da hätte alles kommen können. Da hätte so viel Schönes kommen können und ich kriege genau das, was ich nicht brauche. Naja, so ist es immer, ne? Wir machen mal weiter. Er nimmt eine Murmel und zwar die rechte... Also eine rote. Das heißt, er bewegt sich hier ein weiter. Und dann bewegt er sich mit dem gelben ein weiter. Und da wäre es nämlich passiert... Oh Gott, was machen die beide hier? Bekommt er nochmal 2 Punkte und ein Buch. Dann nimmt er sich das grüne. Oh, jetzt kriegt er dafür schon 9 Punkte. 2, 4, 6, 8, 9. Ja. Ne? Ich bin dran. Oh, den würde ich gerne nochmal machen. Den möchte ich gerne beeinflussen. Das heißt, ich brauche nochmal eine blaue Kugel. Ja, okay, gut. Ist auch gar nicht schwer. Ich nehme einfach hier diese blaue Kugel. Werde also wieder eine Joker-Aktion bzw. die Spiegel-Aktion machen. Und darf meinen Bläuling hier nochmal einen weiter bewegen. Ich muss ja eh hier noch auf 8 kommen. Schaffe ich nie im Leben. Wie soll ich das noch schaffen? Das ist ja krank. So, jetzt kann ich nochmal was kopieren. Und ich glaube, jetzt nehme ich einfach... Weiß ich, was ich nehme. Ich werde die Goldaktion nochmal nehmen. Ist, glaube ich, gehuppt wie gesprungen. Die Bücherkarte grün kann ich nicht nehmen. Ich müsste gelb oder schwarz nehmen. Das bringt mir nichts. Und die hier ist mir zu teuer. Die kriege ich nicht hin. Ja, gut. Nee, dann nehme ich nicht die blaue Aktion. Dann wähle ich wohl die gelbe. Das heißt, ich bekomme 5 Geld.
bekomme 5 Geld, darf eine Aufwertung durchführen. Ich werte diese durch, das heißt 2 muss ich bezahlen. Und dann zahle ich nochmal 1, 2, 3 und kriege mein vorletztes Gold. Ja. Gut, und die letzte Karte. Er wählt erneut die rechte, kann er nicht, dann wählt er blau, das heißt, er nimmt die hier, geht einen Schritt und geht noch einen Schritt. Damit hat er hier die blaue Menora. Und dann nochmal 2 Schritte, kriegt noch ein grünes Buch. 16 Punkte, heieieiei, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Punkte für den Automa. Heftig. Und jetzt bin ich dran und darf den lieben Rabbi nochmal verwenden. Okay. Dieses Teil hier übrigens, oder dieses Plättchen, ist ein bisschen komisch beschrieben, denn in der Anleitung steht hier drinne: Bewege einen deiner Golems um bis zu 4 Felder vorwärts und lass ihn arbeiten. Das Komische ist, in der Anleitung steht bei anderen Golem, wenn da sowas steht mit einer Zahl, dann steht da immer: Bewege deine Golems um insgesamt 2 Felder vorwärts oder zurück. Das heißt, da steht immer direkt, also da steht so in der Anleitung, dass man wirklich so viele Schritte gehen muss, wie da abgedruckt sind. Aber bei dem Plättchen steht halt bis zu. Und bis zu heißt für mich, ich könnte auch nur 2 Schritte gehen. Es muss halt vorwärts sein, aber so interpretiere ich das jetzt, Leute. Wenn ihr jetzt sagt, das ist Cheaten, ja, dann ist es so. Und dann werde ich tatsächlich jetzt meinen Rabbi verlieren. Wo habe ich jetzt meinen Rabbi hingelegt? Ich habe den hier aufs Feld gestellt. Nein, Rabbi, hier gehst du nicht hin. Du machst bitte das. Und dann gehst du hier hin. Er führt diese Aktion aus. Ich bewege meinen Studenten einen Schritt zurück und bekomme mein letztes Stückchen Gold und 3 Siegpunkte. 1, 2, 3. So, und weil ich das jetzt hier vollständig habe, bekomme ich hier nochmal einen Schritt. 3 Siegpunkte. Und 2 Wissen. Und Leute, er ist gerade natürlich vor mir, ne? Er ist ja schon einmal umrundet und hat mich hier fast gleich nochmal gekriegt. Und außerdem entfällt für mich jetzt hier das Zahlen von überschüssigen Schritten für diese Runde. Ist auch ganz nett. So. Dann kommen wir wieder einmal hier zur Beeinflussung. Er kann beeinflussen, kriegt nochmal 10 Punkte. Ich kann ebenfalls beeinflussen. Bezahle, ja, mache ich das? Eigentlich sollte ich es tun, aber ich muss mal kurz rechnen, ob ich gleich genügend Geld zusammenkriege, um hier noch dieses Upgrade zu machen. Kriege ich gleich nochmal genügend Geld? Ich bekomme 3 Geld. 5 Geld. Nee, ne? Bekomme nicht genügend Geld zusammen. Ich bekomme nicht genügend Geld zusammen, um das jetzt zu tun, weil ich komme nur auf 3, 5, ich meine 1 behalte ich ja noch, das heißt, ich habe 6 Geld. Dann kann ich das leider nicht machen. Dann kann ich... Mein Gott, kann ich das hier leider jetzt nicht machen. Weil würde ich das machen, müsste ich ja 5 Geld bezahlen, würde nochmal einen umbringen. Alle Felder sind gefüllt, das heißt, der kommt hier aufs leere, anonyme Grab sozusagen, wenn wir bei Village. Und dann würde ich nochmal, ja, 8 Punkte kriegen. Nee, aber dann werde ich das nicht machen. Das heißt, ich bekomme einfach 3 Geld. Und gut ist.
So, dann kommen wir mal in die Produktion. Zum letzten Mal hier heute. Ich mache es mal wieder für den Automa. 3, 7, 11. 3, 4, 5, 6, 7, 11. 1, 2, 3. 11. Oh, ich mich verrechnen. Was hier? Och Leute, ich kann nicht mehr denken. Habe ich jetzt gerade... Ja. Das ist ja jetzt hier richtig professionell. Vielleicht habe ich jetzt wieder einen Punkt mehr gegeben. Ich kann nicht mehr rechnen. Ich darf nicht mehr so rechnen. Ich muss hier schön dulli-mäßig vernünftig rechnen. 5. 5 für mich. 1, 2, 3, 4, 5. Dann bekomme ich 2 Leben, 2 Geld, 1 Wissen. Dann bekomme ich hier ein Wissen. Ich bekomme nochmal 1, 2, 3 Siegpunkte. Ich bekomme hier einen Schritt. Ich bekomme 3 Siegpunkte. 1, 2, 3. Ich muss ihn ja noch einmal überholen, ne Leute? Es sieht immer noch so aus, als wäre ich vorne, aber ich bin ja nicht vorne. Ich bekomme 2-mal Wissen. Ich bekomme nochmal einen Schritt. Zwei Münzen. Habe ich die gerade mir schon genommen? Ich glaube nicht. Dann 1, 2, 3, 2, hier, ein da. Wartet mal. Ich habe mir die schon gegeben, die zwei Münzen. Weil sonst hätte ich jetzt genügend gehabt, um hier den zu beeinflussen. Wobei, nee. Nee. Nee, ist gut, Leute. Boah, jetzt wird's hier am Ende nochmal richtig kriminell mit mir. So, das müsste jetzt alles gewesen sein, was es an Einkommen gibt. Ich führe mein letztes Upgrade durch. Ich nehme mir die. Das heißt, 4 weg und nochmal 4 sind 6. So. Und die Zahlung hier entfällt für mich, da ich ja hier meinen Rabbi hingestellt habe. Gut, dann kommen wir zur Endwertung. Ich bekomme pro roter Menora mal erschaffene Golems Punkte. Wie viele rote Menoras habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5. Mal 4 sind 20 Punkte. 61 sind 81. Dann pro Bücherreihe, wo ich überhaupt Bücher habe, mal blauer Menora Punkte. Ich habe 2 blaue Menoras, 3 Reihen, 2 mal 3 sind 6. Dann gelbe Menoras. Mal vollständige Artefakte, die gefüllt sind. Ich habe alle Artefakte mit Gold gefüllt. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Menoras mal 4 sind 36 Punkte. So, jetzt habe ich Angst mit meinem Rechnen. 36 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt nochmal 30 rauf. Sind... 123. Okay. Jetzt für meine Aufgabenkarten, die habe ich nicht geschafft. Ich habe aber 10 Gold. Dafür bekomme ich nochmal 6 Punkte. 2, 4, 6. Oh Leute, ich glaube, ich schaff's nicht. Für meinen gelben. Ich hab's nicht geschafft. Verdammt! Nein! Ich hab davon... Moment! Ich hatte vorhin nochmal irgendwo ein... Moment. Wo waren das? Hatte ich den vorhin noch einen weiter... Ja, ich hatte den noch eins weiter gesetzt. Das heißt, einen Punkt ziehe ich mir wieder.
und bin mit dem natürlich wieder auf die 8 gekommen. Sorry Leute fürs Cheaten jetzt an der Stelle. Kriege ich nochmal 6. 2, 4, 6. Ich schaff's nicht, ne? Ich sehe schon, ich schaff's nicht. Und hierfür bekomme ich nochmal 2 Punkte. Ja. Das sind 3 Aufträge, die ich erfüllt habe. Das heißt, ich kriege nochmal 5 Punkte. Oh Gott. 2, 3, 4, 5. Es ist echt nicht so gut für mich gelaufen, Leute. Weil, ja, hierfür kriege ich keine Punkte. Und jetzt bekomme ich nochmal 5 Punkte pro Gedöns. Pro hier. Das heißt, kriege ich nochmal 1 Punkt. Oh, Leute, ich habe es richtig massiv verkackt. Naja, ne, ist auch mal so. Und hierfür kriege ich dann auch nochmal 2 Punkte. Ja. Und er hier bekommt jetzt für seine Minora nochmal 10 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Und das war's. Der Automar hat hier diesmal sehr gut mit grünen Punkten gemacht, ne? Ich meine 16 Punkte. Das ist natürlich auch schon heftig. Also der ist schon, der kann ziemlich knackig sein. Also je nachdem, wie der hier seine Stapel an Karten bekommt, kann der hier ordentlich absahnen. Gut, Leute. Trotzdem, das war das Spiel. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen Einblick bekommen, wie der Automar funktioniert. Irgendwann wird das Ganze eben auf BoardGameGeek hochgeladen werden. Ob das jetzt final war, wie ich das hier präsentiert habe, weiß ich noch nicht, aber das ist so mein erster Eindruck. Ich kann euch sagen, man kann gegen diesen Automar gewinnen. Ich habe auch schon gegen den Automar gewonnen. Ja, aber heute eben nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal, ne?